Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen GTA 3 Definitive Edition. Ja, in der letzten Folge hatte unser guter Japsenmann irgendwie Schwächeanfall oder keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte er nicht ins Ziel fahren. Also versuchen wir das Ganze jetzt nochmal. Ja, die könnte ich jetzt auch gebrauchen. Stark, wir Van-Fahrer halten zusammen. Auf jeden Fall, ja, weiß ich wirklich nicht, was da los war in der letzten Folge. Er ist auf jeden Fall nicht dahin gefahren, wo er hinfahren sollte. Er hat irgendwie die Kurve nicht gekriegt, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass jetzt besser laufen wird. Ich bin zu langsam. Boom. Au. So soll es sein. Die Mission hat schon scheiße angefangen. Müssen das diesmal anders machen. Sobald wir sehen, dass er kommt, steigen wir aus. Steck da raus, Mann. Fuck, hat ja super geklappt. Es ist zum Heulen.
Wusste nicht, dass die Mission so schwer ist. Bleib doch stehen, Mann. Super ausgetrickst. Das kann nicht wahr sein, Mann. Was zur Hölle macht der denn da? Nerv nicht. Jetzt hat er mich aber verarscht, ne? Oh, young folk making trouble.
used to be better. Paul. Warte, mir fällt gerade ein, vielleicht wollte er in der letzten Folge gar nicht runter, sondern hoch. Der fährt aber auch einfach überall rein, ne? Der kennt da nichts. Nee, ne? Komm zu dem Fernsprecher in Wichita Gardens. Es gibt Arbeit. Okay, also wollte er doch nicht hoch. Er wollte Tatsache da rein. Gut, dann fahren wir jetzt mal kurz hier hin. Hey, Baby. Warum hupen die mich alle an? Habe ich kein Licht an, oder was? Tatsache. Senor Dickhead? Hoppala, Entschuldigung. Thank you.
Drive-By-Action. Yo, this is D-Ice of the Red Jacks. I got a problem. They trying to play me. These young punks, they come onto the streets and they got nothing but guns and spank on their minds. Nines is their tag and purple is their flag. And each day they rock their colors, it's another day the Jacks look soft. I want you to show these punk-ass bitches how a real drive-by works. Take these nines off of here. Watch your back, though. There'll be Jacks on the street who think you're trying to blast them, too. Dein Auto ist perfekt, Bruder. Ich weiß schon. Was? Hä? Gerade so. Besorgt dir ein Fahrzeug. Beachte, hier zählt nur die Uzi. Beschaff dir ein Fahrzeug. Ich sehe keine Niners. Okay, ihr könnt das Auto behalten, Freunde. Es zählen nur Drive-By-Typen. Dann wissen, wo deren Gebiet ist.
an. You got a problem? Bust your head. I'm gonna bust your ass. Check out the featherweight. I'm gonna bust your ass. Yo. I'm gonna bust your ass. Yo, bang, I'm gonna bust your ass. Es ist doch zum Heulen. Weiß gar nicht, warum die Roten nicht angreifen. Kurz neues Auto. Wo sind sie? Mann! Das ist schwer, das ist wirklich schwer. Also gefühlt alle auf mich schießen und dann auch noch 20 Stück. Was machen die denn hier? Wo kommen die Autos her? Oh Gott. Mann!
Verpisst euch doch, ich will doch gar nichts von euch, Mann. Warum reagieren denn die Roten allergischer als die Lilanen selbst? Mann, es ist zum Heulen. Aber ich verstehe diese Roten nicht, die reagieren ja allergischer als die Lilanen selber. Ich kapier es nicht. Aber was soll's? Oh!
Schön, dass ich hier die Farbe sehen kann. Mann, verpiss dich doch! Zum Kotzen. Aber nur weil dieser scheiß Wagen mir da auf den Sack geht. Ah, es ist schon wieder zum Ausrasten. Kannst du schon wieder direkt neu starten, ohne Witz. Oh, komm schon. Fuck. Auf der Zielgate hätten wir es locker geschafft und dann kackt das scheiß Auto ab. Oh Gott. Thank you.
Noch 10, ja? 9. Sauber. Erstmal weg hier kurz. Ach, der jagt mich immer noch. Dann ruhen wir uns kurz hier aus. So. Und dann können wir mit Sicherheit die Folge einmal kurz beenden. Boah, das war ja wirklich nicht so einfach. Sah wahrscheinlich sehr einfach aus, aber war es nicht, glaub mir. Okay. Ich werde die Folge einmal beenden. Wir spielen in 2 Tagen weiter. Also ihr werdet die Folge in 2 Tagen dann sehen, die neue. Wenn ihr Bock habt, lasst mir was da. Passt auf euch auf und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.